Wir begleiten Andrea heute beim Friseurbesuch und erklären, was chemisch passiert, während Andreas Haar die Farbe wechselt. Sie begrüßt Katrin, die Friseurin. Katrin kennt sich nicht nur mit Frisuren aus, sondern auch mit den chemischen Abläufen im Friseuralltag. Sie wird Andrea gleich beraten. Bevor es mit dem Färben losgeht, fehlt ein wichtiger Schritt. Andreas dunkelbraune Haare müssen zuerst aufgehellt werden. Das Haar besteht aus einem Hornmaterial, vergleichbar mit der Haut von Reptilien. Innen befinden sich zwei unterschiedliche Farbpigmente, die den Farbton des Haares bestimmen. Das Eumelanin ist das schwarz-braune Pigment, das Pheomelanin ist das rot-blond Pigment. Das Eumelanin und das Pheomelanin sind in unterschiedlicher Menge im Haar vorhanden. Deshalb hat jeder Mensch eine andere Haarfarbe. Andrea hat braune Haare, also hat ihr Haar einen größeren Anteil an schwarz-braunen Pigmenten, also an Eumelaninen. Damit ihr Haar gefärbt werden kann, muss es zunächst aufgehellt werden. Dafür hat die Friseurin eine Mischung aus Blondierpulver und Wasserstoffperoxid H2O2 vorbereitet. Diese Inhalte werden in einer bestimmten Menge und Konzentration gemischt. Dies ist sehr wichtig, denn beim Blondieren muss man sehr gut aufpassen. Falsch gemischt kann die Blondierung zu Haarausfall führen. Die Friseurin trägt die Blondierung auf. Nun besteht der erste Schritt darin, die Schuppenschicht der Haare zu öffnen, damit nachher die Farbe eindringen kann. Dies wird mit einer alkalischen Lösung, also mit Ammoniak, gemacht, das im Blondierpulver enthalten ist. Das Haar quillt, die Schuppenschicht öffnet sich, die eigenen Farbpigmente werden durch das Wasserstoffperoxid, also H2O2, chemisch verändert. Schon vor 4000 Jahren war das Haarfärben mit natürlichen Farbstoffen wie Henna und Indigo gebräuchlich. Die alten Ägypterinnen mischten sich Indigoblätter und Henna, um ihrem schwarzen Haar einen verführerischen rötlichen oder blau-schwarzen Schimmer zu geben. Andrea bekommt heute hellbraune Strähnen. Allerdings muss sie 20 Minuten warten, bis die Blondierung fertig ist. Währenddessen mischt die Friseurin nun die eigentliche Farbe für Andreas Strähnchen zusammen. Auch hier muss man bei der Mischung genau aufpassen, damit die Haare später die gewünschte Farbe bekommen. Andrea hat nun lange genug gewartet. Die Friseurin hat sie zum Waschbecken gebeten. Ihre Strähnchen sind hell genug und können gefärbt werden. Doch zunächst müssen ihre Haare gewaschen werden. Die Friseurin schäumt Andreas Haare ein und spült das Shampoo gründlich aus. Erst nach diesen Schritten kommt die Farbe ins Spiel. Die Friseurin trägt nun die angemischte Farbe auf Andreas Haar auf. Nur an den ausgeblichenen Stellen ist die Farbe später zu sehen. Aber was genau passiert beim Färben im Haar? In dem Färbemittel befinden sich farblose Moleküle, Farbentwickler und Kuppler. Diese Moleküle sind sehr klein, damit sie durch die geöffnete Schuppenschicht eindringen können. Sind sie dann erstmal im Haar, reagieren sie mit Wasserstoffperoxid, also H2O2, und es bilden sich große Farbmoleküle in der gewünschten Haarfarbe. Diese Moleküle sind so groß, dass sie auch bei der Haarwäsche nicht mehr aus dem Haar herausgespült werden können. Das Haar ist dauerhaft gefärbt. Das eigentliche Färben ist nun vollendet. Damit Andreas Strähnchen besonders zur Geltung kommen, föhnt die Friseurin ihre frisch gefärbten Haare. In wenigen Augenblicken kann Andrea ihre neuen Strähnchen begutachten. Sie scheinen ihr zu gefallen. Andrea ist glücklich mit ihren neuen Strähnchen und wir wissen, wie das Haar die Farbe wechselt.